Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Ihr Lieben, weiter geht's an dieser Stelle. Was forschen wir gerade im Techniklabor? Die Pilzwand, jawohl, das letzte, was hier noch offen ist, sehr gut. Okay, ich habe ein paar Arbeitskräfte transferiert von 1 nach 6. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Ja. Wenn hier noch Leute aufgetaut werden, brauchen wir tatsächlich noch mehr Wohnraum. Ja. Und wir müssen uns so langsam mal um Silizium und eine Elektronikfabrik kümmern tatsächlich. Aber machen wir sofort. Erstmal schauen wir jetzt hier oben. Deville 59. Unser Forschungsschiff ist angekommen. Zusammenfassung des Scans von Deville 59. Pioniere. Deville 59 konnte bei der Sammlung von Daten helfen, die für zukünftige Kolonialisierungsbestrebungen von Bedeutung sind. Wir sind auf Deville 59 gelandet. Trotz der kalten und rauen Umgebung des Planeten sind die atmosphärischen Bedingungen und die Schwerkraft der unserer Erde bemerkenswert ähnlich. Außerdem bedecken große gefrorene Wassermassen die Oberfläche des Planeten. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Kolonisten. 30 Stück. Die haben wir noch nicht. Wir haben noch kein Siedlungszentrum gebaut. Das heißt, dann wäre das wahrscheinlich... Wir starten mal kurz eine neue Sonde. Vielleicht können wir das Forschungsschiff dann so lange mal woanders hinschicken. Was kostet uns... Bevölkerung? Nee, warte mal, wo ist das? Weltraum, ja. Siedlungszentrum, das brauchen wir. 90 Legierungen, 4 Electronic, wir haben nur 3. Okay. Das heißt, nein. Okay. Wir brauchen natürlich wieder Legierungen, wie immer. Sagt die Nahrung. Da sind wir bei 112%. Das ist noch okay. Da ist auch überall in den Helden noch was drin. Wie gehen wir jetzt vor? Arbeitskräfte? Ja, geht. Und hier wird das Haus gebaut. Ja, ohne Elektronik kommen wir nicht durch. Das wird ja hier eigentlich ganz gut hinpassen. Willst du das hier hinbauen? Ja. Ich glaube, wir stellen das hier hin. Ströme sind auch ein kleines Problem, muss ich sagen. Aber Polymer ist genug da. Ich muss nur an 110 Legierungen drankommen. Aber sofern die hier fleißig weiter Eisen verarbeiten, sollen die das mal so langsam aufbauen. Und wir kümmern uns mal drum, dass wir das Silizium hier rüber bekommen. Oh, das passt aber nicht so gut hier. Kann man, ach, kannst hier noch zwei Halden bauen? Ja. Machst du hier eine Siliziumhalde? Okay, das nimmt noch keinen Strom weg, weil es noch nicht fertig ist. Zumindest zieht es hier oben in der Leiste nichts ab. Sollte sogar von den Leuten her noch reichen. Und wir tauen ja auch noch welche auf. Das heißt, ich werde hier noch ein Haus mehr brauchen. Boah, was auch wieder Legierung kostet. Okay, dann schön nach und nach. Um ein Haus kommst du so oder so nicht drumherum. Ja, hier könnten auch noch zwei Häuser rein. Bauen wir hier noch eins und machen mal hier hohe Priorität. Wir bauen erst das Haus auf.
Und die Halde wird dann für Silizium werden. Muss nur gucken, dass mir hier der Strom nicht abfackelt. Leute sind tatsächlich noch glücklich. So, du wolltest nochmal eine Sonde losjagen. Hier gab es nämlich noch so einiges zu erkunden. Und mit so einiges meine ich auch so einiges. Warte mal, was sagen denn... Moment, Scannansicht verlassen. Wir müssen erst sogar noch ein paar Ressourcen aufdecken. Nicht, dass uns das Eisen ausgeht. Hä? Oh Gott, ey, ich könnte hier so vieles gleichzeitig machen. Das ist ja verrückt. Wir gehen vielleicht erstmal hier hin. Gucken mal den nächsten interessanten Punkt uns an. Bauen aber direkt noch eine Sonde, damit wir dann an ein paar Ressourcen drankommen. Oh, hier wird ordentlich Polymer hergestellt. Das ist schon mal ganz gut. Oh Mann, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier ins Siedlungszentrum drankommen. Ich sag's euch. Hast du hier noch Legierung? Nein, hier ist nichts mehr. Okay. Das heißt, wir werden es jetzt ein bisschen laufen lassen müssen. Ein paar Zyklen, um hier an Legierung dran zu kommen. Eis kommt schon mal rein, das ist gut. Oh, hier ist die Nahrung auf 100. Können wir hier noch was umlagern? Aber mach das mal voll. Gut, dass die ja noch reinproduzieren können. Oh, das Haus wird schon gebaut. Nice. Oh, das ging jetzt aber doch fix. Dann die Fabrik. Dann brauchst du ja auch noch was für Chips. Tatsächlich. Also für Elektronik brauchst du noch eine Halde. Ja, und dann müssen wir erstmal Strom anbauen. Das heißt, wir werden so einiges an Electronics brauchen. Gut, wir haben hier ein bisschen Silizium, das wir schon mal verarbeiten können. Aber wir brauchen dringend Neues. Sonde ist da, wir holen uns Ressourcen. Am besten... Oh, hier ist schon mal schön Silizium. Hier ist nochmal ein fettes Eisenvorkommen. Eisen und Eis. Ja, komm. Aufdecken können wir das ruhig schon mal. Wir ziehen jetzt mal durch hier mit den Sonden. Ich könnte die auch auf Automatikbau stellen, aber... Ich mach's lieber händisch. Wenn ich eine losballere, kann ich ja gleich eine neue bauen. So, langsam aber sicher. Allerdings musst du hier... Was macht die Akshaya Patra? Die holt Eis. Die holt Kohlenstoff. Oh. Ja, wir bräuchten eigentlich... Ja, wir brauchen auf jeden Fall Ressourcen zum Abbau. Ist die Sonne denn bald da? Ja, ist sie bald. Okay. Könnten wir unser Schiff
Jetzt mal hier hinschicken. Makr. Die Sonde deckt gleich auf. Dann müssen wir direkt hier... Oh, ist schon wieder eine da. Da können wir gleich noch was Neues aufdecken. Silizium? Oh, hier, guck mal. Hallo. Was war jetzt hier? Ich glaube, hier war Eisen und Eis nochmal. Wir werden es gleich sehen. Zeig mal her. Eisen. Und Eis, jawohl. Und hier war Silizium. Dann würde ich eins der Schiffe direkt noch Silizium abbauen lassen. Wie sieht's hier aus? Ah, fehlt noch ein bisschen was. Haben wir hier ein paar über? Nee. Also unter 30 würde ich nur ungern gehen. Nächste Sonde ist da. Wir bauen gleich wieder eine neue. Moment. Ja, dann, warte mal, wer ist denn wo jetzt gerade? Das Bergbauschiff. Die Schwarzenegger. Tom Hubert fliegt zum Eisen holen. Dann sage ich dir mal, Tom, dreh mal schnell ab. Hol mal Silly. Jawollo. Bau du mir erstmal Silizium ab. Die Gier ist unterwegs, kann hier ein paar Forschungspunkte holen. Wenn die nächste Sonde kommt, decken wir den nächsten Punkt auf, wo es was zu entdecken gibt. Das sieht ja eigentlich noch ganz gut aus hier. Ach so, hier drüben habe ich noch gar kein Datenabhörzentrum gebaut. Oh Gott. Ey, ich habe ein echtes Legierungsproblem. Ich könnte so viel machen. Wenn wir die Produktion erhöhen, wenn ich jetzt hier mal Stahlwerk. Ja, hier. Technologiestufe 3, das können wir noch nicht, weil wir das hier noch nicht freigeschaltet haben. Um damit den Ring zu komplettieren, um hier eins weiter rauszukommen. Obwohl die Pilzwand läuft ja auch noch. Scheiße, dann würden wir mehr Eisen herstellen. Ah, Stufe 3, Stufe 3. Okay, das ist gut. Die holen sich auch gleich die Forschungspunkte erstmal ab. Dann sind wir hier schneller fertig mit dem, mit der Pilzgeschichte. Ja, 7 Stück nur noch. Leute, es geht langsam aber sicher vorwärts. Oh Gott, ist das zäh. Jetzt habe ich hier kein Eisen mehr. Oh nein. Aber hier wird nochmal was hergestellt. Das sollte reichen. Okay, alle Wissenschaftspunkte erworben. Wir gehen mal rein. MacR. Eis und Feuer. Sondenscans ergaben schwache Spuren einer Dolos-EKP-Signatur nahe des Planeten Macker. Nach der Flugbahn zu urteilen, ist das Schiff in die Atmosphäre des Planeten eingetreten. Die Koordinaten einer möglichen Absturzstelle wurden ermittelt. Das Team der Gier hat die Absturzstelle erreicht. Die Oberflächentemperatur des Planeten ist extrem niedrig und das Team hat die gefrorenen Überreste eines Forschungsschiffs im Eis gefunden. Was können wir denn machen? Entlüfte die Treibstoffzellen der Gier und haue das Eis auf. Bohre dich durch das Eis und untersuche das Wrack mit einem Endoskop.
Ich habe keine Ressourcen über. Wollen wir uns durchbohren? Das hört sich ja sehr waghalsig an. Wir bohren uns mal durch. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Ich will auf keinen Fall mein Schiff verlieren. So, die nächste Sonde geht mal bitte. War ja nicht noch irgendwo. Oh, hier sind überall noch. Das sah doch mal ganz gut aus. Wie lange brauchen die? 4 Zyklen. Okay. Okay, hier kommen die letzten Legierungen für die Geschichte. Pilzwand wurde freigeschaltet. Sehr gut. Dann lassen wir mal gucken. Was können wir bei den Quartieren machen? Beherbergt bis zu 70 Bürger mit hoher Qualität. Sofort. Das hat sich auch gut angehört. Wir wollen ja auf mehr Abfall gehen. Solange das Abfallrecycling-Dekret aktiv ist, produzieren alle Quartiere Abfall mit einer Rate von einer Einheit Abfall pro 20 Einwohner pro 15 Zyklen. Häuser produzieren jetzt gar keinen Abfall, das wäre ja richtig gut. Reih das mal ein, bitte. Das erforschen wir direkt danach noch. Neue Sonde. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie... Oh, wir sind unter 30. Ey, alter Scheiße. Ich brauche mehr Eisen. Das geht so nicht. Wenn er hier gleich die Neshmet und die Merkaba. Die Neshmet. Nein, zwei Sektor 1. Zentrum für alternatives Leben, das ist schlecht. Was hat da einer frisch gewischt? Da ist schon wieder einer gestürzt. Okay, das heißt, na gut, ich krieg den Punkt jetzt nicht, aber das ist trotzdem noch okay. Hier ist auch wer gestürzt. Können gerade keine Leute aufgetaut werden. Wie sieht's denn da aus? Ja, da haben wir noch genug Platz, das passt. Hier fehlen jetzt zwei Legierungen. Die muss ich rüberschieben, damit ich die Halde fertig bekomme. Legierung. Reicht das? Ja. Nice, wird. Ach so. Ne, baut mal das hier noch fertig, bitte. Ja, danke. So, jetzt wollte ich noch mal eben gucken. Hier ist die Merkaba, die holt Eisen, hoffe ich. Und hier wäre die Neshmet, die könnte Eisen holen. Damit die gleich in die verschiedenen Sektoren... Ja. Du holst bitte Eisen. Die eine Ressource hier lässt du bitte da. Nicht, dass er wegen einem Kohlenstoff jetzt nochmal dahin fliegt, eine halbe Stunde. Dann knallt es. Merkaba und Neshmet. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich. Okay, jetzt muss ich Silizium übertragen. Am besten direkt alles.
Wie sieht's aus mit Arbeitern? Das geht, ne? Ja, das läuft. Bringen die das hier rüber, dann können die hier durchstarten. Ja, wir produzieren. Oh, Gott sei Dank. Okay, sehr gut. Alter, was hier alles los ist. Sind die fertig? Oh, ich bin sehr gespannt. Der Einsatz des Endoskops war erfolgreich. Vom Bordcomputer wurden Daten geborgen und obwohl sie fehlerhaft waren, fand das Team heraus, dass dieses Schiff zuvor mit der Protagoras in Verbindung stand. Okay. Wir suchen die Protagoras. Verlasse den Planeten. Nochmal 60 Wissenschaftspunkte. Sehr geil. Eingehende Übertragung. Lokalisiere die Protagoras. Okay. Administrator, we have collected and analyzed enough data to locate the Protagoras on the planetary system map via probe scan. Wir haben genug Daten gesammelt und analysiert, um die Protagoras auf der Planetensystemkarte per Sondenscan zu lokalisieren. Feuer frei! Das muss ja hier sein, wa? Hier. Ernsthaft? Na gut, deck mal auf. Schickt gleich mal eine Sonde hin. Was machen denn jetzt? Ist das mit den Schiffen hier okay? Ja. Müssen aufpassen, dass mir das Eis nicht abschmiert. Aber ich glaube... Oh ne, wir haben nicht viel. Wir müssen stetig Eis holen. Ich werde noch... Ich komme mit der Menge an Schiffen nicht klar, glaube ich. Ich werde noch eine Andockbucht brauchen, um noch mehr Schiffe reinzupacken. Okay, aber zuallererst mal, wir brauchen Strom. Lass uns damit mal anfangen. Ich schick mal... Was brauchen wir? 75 Polymer und 3... Electronic. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal Strom an. Dann musst du hier noch ein bisschen mehr Polymer rüber schicken. Dann machen wir auf 80. Wegen Sonde und so. Dann bauen wir nämlich da gleich auch noch eine. Ich würde sagen, wir haben alles da, ne? Jo. Forschungsschiff hat alle Punkte erworben. Dann könnte es hier hoch. Ach, guck mal, ist direkt daneben die Protagoras. Oh, schickt mir hier hin. Geil, was hier wieder alles los ist. So, warte mal, jetzt muss ich hier aufpassen, dass mir hier nicht zu viele Leute auftauen. Also nur 30 Luft, das geht an sich. Die kriegen wir fast alle unter. Müssen wir vielleicht noch ein paar mal hier rüber schicken. Das dürfte ja kein Problem sein. Arbeitskräftemäßig passt das hier? Ja, passt das sehr gut. Sind ein paar im Krankenhaus. Oh Gott, das ist fast voll hier. Hoffentlich passiert hier nicht nochmal gleich was. Oh ja. Neue Sonde. Was für Ressourcen brauchen wir jetzt? Ne, warte. Silizium ist abgebaut. Ich brauche jetzt nur mal ein Schiff, das es abholen könnte. Aber ich kann die Eisenschiffe auch nicht. Dann muss das die mal kurz machen. Die müssen stetig Eisen liefern, sonst kommen wir mit den Legierungen nicht klar. So ein Frachtschiff wäre schon noch gut. Aber ich brauche auch kurz ein bisschen Silizium. Warte mal. Oh nein.
Ah ja, sehr gut. Kann sie gleich hier von der Ecke abholen. Das dauert jetzt auch nicht ewig, dann ist das erledigt. Diese 180 hat sie ja relativ schnell abgeholt. Wir gucken gleich mal bei Tatra V8, was da los ist. Wir sind ja fast soweit. Wissenschaft ist gesammelt. Unsere Sonde hat eine elektromagnetische Signatur entdeckt, die einem noch funktionsfähigen Dolos-Gerät zugeordnet ist. Es scheint sich um ein nicht identifiziertes Frachtschiff zu handeln, das zwischen den Wasserstoff- und Heliumwolken von Tatra V8 navigiert. Es reagiert nicht auf Kommunikationsversuche. Übertragung von Energie. Extrem starke Wirbelstürme bewegen sich durch die Atmosphäre von Tatra V8. Wir haben Schwierigkeiten beim Manövrieren und befürchten, jederzeit von einem Blitz getroffen zu werden. Alter. Wir haben das Frachtschiff erfolgreich lokalisiert. Es scheint unsere Anwesenheit nicht bemerkt zu haben. Wollen wir erstmal rufen? Bevor wir dazu einfach hinfliegen, wir rufen mal. Lass mal vorsichtig nachfragen, was da so abgeht. Oh, ich muss immer noch eine Halde bauen. Für die Chips. Ja, und ich muss jetzt den Strom anschmeißen, sonst gibt es hier eine Katastrophe. Ja, komm schon. Ich glaube, man konnte auch die Kosten für die Solarmodule reduzieren. Ich würde das jetzt nochmal bauen. Ja, komm, ich baue das jetzt. Bauen sie rein. Wir haben ja relativ viel Polymer, Gott sei Dank, da. Da ist es jetzt nicht so knapp. Und Strom brauchen wir so oder so. Wir haben nur noch 13 zur Verfügung. Das wird ja gar nichts. Mal, uns kommen tatsächlich Legierungen rein. Also 10 Leute müsste ich nochmal hier wegschicken. Die sind zu viel. Schicken die das direkt hier rüber oder was? Ja, ne? Ich glaube, das hatte ich so eingestellt. Jetzt würde ich schon erstmal gucken, dass wir das Siedlungszentrum gleich nochmal bauen. Sobald hier genug... Oh, hier wird gehungert? Ein Besatz mit... Ne? Wieso? Das Ding ist voll. Der ist gerade aufgetaut worden. Und hat die Essensausgabe hier verpasst, oder was? Okay, das nächste... Oh Gott, ey. Habe ich nur eine Sonde? Ja, die schicken wir gleich los. Wir sind Tatra V8. Es wurde eine Kommunikationsverbindung zum Frachtschiff hergestellt. Doch die Besatzung der Gier erhielt nichts außer Rauschen als Antwort auf ihre Rufe. Ramme das Frachtschiff, um eine Notlandung zu erzwingen. Bis zu einer Landung? Nee, wir gehen mal an Bord hier, oder? Oh Gott, hoffentlich sterben hier nicht alle weg. Geh mal an Bord. Hier, Protagoras. Oh, da müssen wir dann aber auch gleich mal vorbeischauen. Ich würde nämlich wirklich gerne hier das letzte Ding im Techniklabor mal freischalten. Was haben wir denn? Wir haben gar nichts mehr laufen. Wir müssen direkt wieder... Ach ja, guck mal, ich habe ja hier erhöht. Und wir produzieren Abfall. Da muss ich mich gleich nochmal um die Abfall... ums Abfalldekret kümmern. In dem Sektor 6. So, warte mal. Kurz mal Pause.
Reorganisation der Pflege. Da wird nochmal die Wohnraumkapazität erhöht. Ich wollte mal bei den Solarmodulen gucken. Die Kosten für Polymere sind um 10% gesenkt. Und mehr Energie durch Solarmodule. Das ist tatsächlich auch nicht schlecht. Schnellere Reparaturgeschwindigkeit. Oh, hier gibt es so viele geile Sachen. Hier, 13 Einheiten Eisen ergeben nun 15 Einheiten Legierung. Wie viel ist denn das jetzt? Sind 2 Einheiten pro Produktion. Das ist auf die Dauer. Kommt da schon ein bisschen Eisen zusammen. Warte mal, das machen wir mal. Wo ist es denn jetzt? Jetzt ist es weg. Da. Es geht sogar noch besser. Da müssen wir nur das hier vorher lernen. Dann können wir sogar 10. Ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Hau mal rein. Mach das mal fertig. Ist das verrückt. Was du hier alles lernen kannst. Der hungert ja immer noch, der arme Kerl. Ich lass mal wieder laufen. Und schick nochmal kurz eine Sonde los. Wollen wir nochmal Eisen oder machen wir erstmal noch einen irgendeinen interessanten Punkt? Hier unten ist auch noch was. Ja, mach mal. Wissenschaftspunkte können jetzt auch nicht schaden. Ich will hier so viel lernen. Bin mal gespannt, was hier beim Frachtschiff rauskommt. Hier wollte ich mich um Abfall kümmern. Was hast du denn jetzt hier? Achso, das war die Pilzwand. Und das Siedlungszentrum müssen wir ja auch dann, ne? Mal angehen. Upsala, Entschuldigung. Wo war denn das Datenabhörzentrum, bitte? Stabilität? Ja. Dann brauchen wir das hier tatsächlich auch. Das passt hier ja wunderbar rein. Dann muss ich mal einen Elektronik hier lassen. Wenn die gleich nochmal einen produzieren, hoffe ich. Ja, der kommt gleich. Dann könnt ihr das hier reinstopfen. Legierung ist immer noch hart an der Grenze. Ach, hier ist ja noch eine Eisenhalde. Die habe ich gar nicht gesehen. Ah, dann haben wir ja wenigstens noch 60 Eisen hier. Oh, die kannst du aber auch mal ausmachen. Da brauchst du ja nur eine. Was ist hier? Nein! Oh, jetzt bringen die den Müll raus. Ich wollte den doch hier haben. Ach, scheiße. Jetzt habe ich hier einen zu viel. Warum geht das nicht? Hä? Warte mal, ich habe insgesamt... Ah, ich habe nur 2? Ach, die bauen das schon. Ah, okay, dann haben die gleich einen genommen. Dann brauche ich hier noch eine Halde für Mülle. ...240 zu 234. Da sind trotzdem noch ein bisschen viele. Aber hier passen... Ne, 40. Ach, da muss ich ein neues Quartier für bauen.
So, was haben wir hier? Tatra V8. Der Zugangsversuch zum Frachtschiff war erfolgreich. Im Inneren fand das Team einen PA vor, der das Schiff steuerte. Berge das Frachtschiff. Trenne die Verbindung zum PA. Ne, wir wollen Informationen erhalten. Wir folgen dem Naomi-Protokoll und befragen den PA. Und was dabei rauskommt, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Denn leider ist die halbe Stunde schon gut wieder rum. Datenabhörzentrum haben wir. Scheiße, jetzt haben wir schon Müll rausgebracht. Jetzt haben wir schon drei Fabriken, die Müll produzieren. Jetzt lohnt sich das langsam. Und die Quartiere, die wir umbauen müssen. Was zum einen Quartiere von hoher Qualität sind und die dann auch Abfall produzieren. Das habe ich richtig gesehen, ne? Oh, die kosten... Oh Gott. Die kosten ja auch Electronics. Ach du Scheiße. Okay, da muss ich noch schnell mal ein paar Leute rüberschicken. Am besten nicht Arbeitskräfte, oder? Ja. Von Sektor 6 in Sektor 1. Nicht Arbeitskräfte, 10 Stück. Abfahrt. Da haben wir ja noch Platz. Okay, das habe ich leider nicht gesehen, dass es Elektronik kostet. Das heißt, so viele Gebäude werden wir da erstmal nicht bauen können. Was sagt die Nahrung? Wir haben ja ein bisschen mehr Leute. 101%. Wir müssen hier nochmal das letzte Feld anbauen. Dann müssen wir hier 16 Legierung rüberknapsen. Und dann machen wir tatsächlich Schluss. Hier mal bitte kurz 16 Legierung rüber. Dann sollen die das aufbauen und wir sehen uns beim nächsten Mal Ixion wieder. Genau, wenn das Forschungsschiff ja, ne, nächste Runde. Ixion. Danke. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi.